Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hand Showdown mit Skulptur wieder an meiner Seite. Hallöchen. Ach, jetzt wo müssen wir eigentlich hier wegen den Hinweisen? Ja, direkt rechts. So, jetzt haben wir wieder Stufe 1 Charaktere. Bei unserer Stufe 8, mein Stufe 28er, der ist leider draufgegangen im letzten Match. Yep. Und die Folge werde ich auch nicht hochladen, die letzte, weil die lief echt nur 10 Minuten, das ist Bullshit. Brauche ich nicht hochladen. War einfach ein trauriger Kampf. Eigentlich nicht mal ein Kampf, ich bin da lang gelaufen, dann war da welche, ich habe mich versteckt und dann kam einer mit der Schrotflinte rum und ich war sofort tot. Nix sehen wert ist. Ah, du lebst noch! Ach nee! Weil ich nicht gleich. Hä? Da waren gerade Raben und Feuertyp, die ist gerade ausgeflippt, oder? Wo? Ich halte mich lieber mal kurz. Wo denn? Weil ich habe nichts gehört oder gesehen. Vielleicht ist er wegen dem Klingel ausgerastet. In der Richtung da hinten. Fall da nicht runter. Boah, ja. Ich bin mal unten. Ein bisschen vom Hinweis weggehen, weil wenn andere Spieler sind, dann wissen sie ja, dass wir lassen. Ja, ich laufe dir hinterher. Schauen wir mal kurz. Das ganze Spiel ist im Dunkeln eigentlich gruseliger. Viel gruseliger. Ja. Ja. Du stampfst doch so, die wissen doch auch schon, dass wir da sind. Hier haben wir schon mal gekämpft, das weiß ich. Das sind safe andere Spieler. Aber ich habe Schrotflinte, du auch, oder? Ja. Oh Gott. Beim Hinweis wahrscheinlich, oder? Da hinten. Und oben. Ich gehst du, greifst du an? Ja. Oben ist auch einer, denk dran. Da oben. Und beim Hinweis jetzt. Lol. Hey, was ist denn das? Ist so hell? Blendgranate. Versuchen wir die von hinten irgendwie. Bist du hinter mir? Nein. Hallo, bist du ganz woanders? Weil hier gerade so die Schritte so laut waren. Da oben. Der hat eine Armbrust. Scheiße, ich hab daneben geschossen. Jetzt hätte ich mir eine. Ich hätte ihn so schön Headshot geben können. Wir sind hier voll im Nachteil, ey. Ich komme hier, kann mit meinem Schrotflint hier nichts anfangen. Gar nichts. Ups. Alter, wie lang bleibt denn das Licht? Wir können. Komm ich da hoch? Passiert da irgendwas? Boah, riskant. Wie gesagt, also einer hat eine Armbrust. Ja. Ich hätte einfach gleich die Brandbombe hinwerfen sollen, wo die beide drin waren. Ah, oh, wieso ist mir die Idee nicht früher gekommen? Naja, die sind weggelaufen, 100 pro. Ne, ja, der eine war hier oben. Läufst du gerade? Nein. Ja, dann sind sie noch da. Ich hör's doch. Wie blöd. Also die laufen wie blöd. Ich habe hier nur keinen Vorteil mit meiner Schrotflinte. In keinster Weise, nirgendwo. Gar nicht. Ja, ich habe einen Revolver halt noch, einen relativ guten, denke ich. Ja, ich habe halt die Schalldämpfer. Toll. Oh, na gut. Alter, wenn das Licht halt weggehen würde, dann würde ich wieder ein bisschen nach vorne gehen können. Aber so.
bist denn du? Ich sehe dich gar nicht. Ach, direkt unter mir. Ja, hier oben kann ich nichts anfangen. Ich deck mich mal kurz, ich gehe die Leiter wieder runter. Ja gut, jetzt werden die vielleicht schon mal langsam weggelaufen sein. Ich überlege gerade, ob ich unten lang... Ich werde mal runtergehen und mal versuchen... Wow! Hab ihn! Ich seh's... Alter, weißt du jetzt, wo ich mich einmal wegdrehe? Er hat die Tür aufgemacht. Lol, soll ich da anziehen? Was? Wow, oh, da ist einer drin. Der ist drin, der ist gleich drin. Schütz mich, muss mich heilen, der hat eine Schrotflinte. Ich hab ihn aber erwischt. Er hat mich auch erwischt. Ja, er ist immer noch drin. Er ist immer noch drin. Ja, ich zünd ihn an. Ja, alles gut. Ich schütze dich. Oh. Fuck. Warum ist jetzt. Scheiße! Die Tür ist zu. Ja, ist erwischt. Wiederbeleben kann er hoffentlich nicht. Hab ich mal die Tür kaputt geschossen. Aber die haben auch Schrotflinte. Er liegt immer noch da. Er brennt immer noch, oder? Alter, erst habe ich gedacht, du machst die Tür auf. Nee, ich wollte ja gerade runterspringen. Ich wollte ja eigentlich so weil singeln. Du bist ja gerade unten gewesen und so, ach, du machst gerade noch die Tür auf. Und so, aha, okay, auf einmal. Und so, hä, what the fuck? Schau du durch, vielleicht auf die Tür und ich guck hier links, nicht, dass er links uns überraschen will. Ja, aber rechts ist auch noch einer hinter mir. Ja, ich schau ein bisschen auf die Tür. Wichtig ist, dass der André erstmal ausbrennt, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ja. Wird der André erstmal nervös. Wow. Er ist er. Hab ihn. Jawohl. Sehr gut. Du Bastard. Jawohl. Geil, und jetzt hab ich ja noch cool. Unser Hinweis hier, Bitches. Oh, eine Blitzbombe. Hab ich. Schade, dass wir den ausgebrannt haben. Aber gut, er wollte wahrscheinlich ihn gerade wiederbeleben, deswegen, das war gut. Das war taktisch gut. So, jetzt brauche ich ein bisschen Muni. Das wäre ganz gut. Oh, hier wurde rumgeballert und. Aber die Spinne immer noch. Meine Waffe hat relativ wenig Munition. Komm, hier drin müsste doch hier irgendwo. Draußen war ja safe Munition, oder? Hier liegt ein bisschen Nähe. Da, hier ist Leben, was du brauchst. Ja. Hier hinten vielleicht. Das Geld, das will ich mir holen. Komme ich da hoch? Nee, so komme ich nicht hoch, oder? Doch, vielleicht kann ich da... Nee. Hä? Hä? Kann ich da einfach hochklettern? Ach doch, okay, so. Oh, lol, das haben wir so. Kling! Ah, so. Munition, perfekt. Und weiter geht's. Oh, Moment. Das erste Treffen haben wir schon mal überlebt. Das ist doch schon mal schön. Aber auch weil wir relativ geduldig waren, aber wir hatten hier null, also wenn ich hier jetzt mit meinen Schrotflinten lange laufen wäre, aber die hatten auch nur Schrotflinte, ne? Gut. Ja. Das wäre eigentlich interessant gewesen. Gehen wir jetzt hier 120 oder doch lieber 100, ja. 200? Ja, 120. 120? Also nicht, dass oder, du ja, rechts das von uns. Achso, warte, wir können auch rechts gehen, ja, genau rechts. Nur rechts ist wieder mehr Sumpf, ne? Also, naja gut, egal. Ja, wo denn jetzt? Ja, jetzt gehen wir hier lang. Die sind mit Fackeln ausgestattet. Haben wir noch andere Schüsse eigentlich mal gehört? Ja. Also es gibt noch andere, ganz safe, die noch leben. Weil wir die Spinne einfach noch nicht ver... Hä, was ist denn das für ein Riesensegel? Boah, die Spinne ist so groß. Ja. Den ersten Hinweis haben wir uns schon mal für uns gewonnen. Wir hatten dann auch, also ganz ehrlich, das war wieder so Time-Lag von denen. Ich guck die ganze Zeit so in die Richtung, ne? Ja. Und dann genau in dem Moment sagt, weißt du was, ich gehe jetzt mal runter und versuche mal von unten an die Rand zu kommen. Ich schaue in dem Moment auch noch nach hinten zu sehen, ach, da gehst du jetzt runter, ne? Ja. Und dann geht die Tür auf, und ey. So, wie viel Time-Lag die Leute manchmal haben, da ganz ehrlich, da könnte ich echt ein Besen fressen, so.
Viel Glück, wie die immer haben. Na, da ist oben der Hinweis, oder? Ne, die ist hier. Da oben. Und der wurde schon mal benutzt? Mhm. Wahrscheinlich von... eventuell von denen, die wir gerade gekillt haben, weil da waren auch vorne Schüsse. Schauen wir mal. Meinst du, dass die so vielleicht waren? Nach vorne, oder? Wieder 180 Grad ungefähr. Ja, genau. Aber dass du die Schüsse nicht gehört hast und die Raben nicht. Und den Feuerteufel hast auch vorhin nicht gehört. Nee, gar nicht. Also irgendwie... komisch. Da vielleicht doch, war ich ein Futsal, vielleicht war ich genau in dem Radius, wo ich es nicht mehr höre und du schon. Ich weiß es nicht. Oh, wir sind eh aber schon gut, in der Nähe. Aber gut, dass du es gehört hast, weil es hat uns echt einen Arsch gerettet, blöd gesagt. Oh, wir sind echt in der Nähe. Lustig, das eigentlich... Ja gut. Das... ja gut, naja gut, wir würden auch noch nicht angreifen, weil Spinne will ich eigentlich auch nicht kämpfen. Muss ich ehrlich sagen. Hm. Ja, das ist doch Schalldämpfer. Ja, ich hab Schalldämpfer, alles gut. Dann machen wir. Oh. Da war gerade ein Bumm. Ja. Vielleicht ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Geräusch ist, wenn jemand anderes einen Hinweis aufnimmt. Oder ob das jetzt die Sprengstoff war. Wurde auch schon aufgenommen, der Hinweis hier. Na gut, dann werden andere wahrscheinlich schon wissen, wo der ist. Du hast ja gerade gesprungen oder geschlagen. Ja, geschlagen, weil ich eben eine Tür aufgemacht und da war eine Frau drin. So, weil ich bin hier mal hinten geblieben. Ich wollte nicht, dass wenn da jemand dahin schießt, dass ich da auch in der Klemme bin. So, wo ist der? Da unten. Also jetzt muss ich sowieso da runter, also. Muss ich doch zu dir. Ich verstecke mich mal ein bisschen im Wald, bis du da bist. Ah, der hat mich ja einmal kurz getroffen, aber mit der Schrotflinte hat er nicht viel Schaden gemacht, also fast gar nichts. Das war schon interessant. Interessant. Das Gute ist, dass ich jetzt eine Schrotflinte hatte mit zwei Schuss und du hast auch nochmal reingeschossen. Das war dann ganz gut. Ja, dann hat jeder von uns jetzt wieder einen Kill gemacht. Ist doch schön, dass wir das so Arbeitsteilung machen. Aber hier habe ich gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Ah, Schüsse. Durch Sumpf und dann offen mit Schrotflinte und Spinne und... ja, ja, darum versuche ich da auch irgendwie gerade... okay, nee, warte, wir sollten hier... ah, wohl doch, da. Oh, die waren... ah, ich glaube, die kämpfen gegen die... oh nein. Oh, das war knapp. Halt! Oh. Scheiße. Komm, ich komm nicht hinter. Warte, ich kann's hier... warte, wenn's schnell weg ist, dann kann ich eigentlich rüberlaufen, oder? Ja. Hinter dir! Ja. Oh, lol! Lol! Oh, wieso lebst du? Noch du. Scheiße, ich muss mich heilen. Ah! Wow, wo kommt der her, Alter? Nee, ich tu... es fehlt mir zwar nur ein kleiner... nee, warte, ich lass das einfach mal. Oh, riskant. Vielleicht findet man noch irgendwas. Ja, das kann schon sein. Ist ein Wagen in der Nähe? Nee, nee, nicht. Aber noch oben keine Gebäude oder sowas? Runter da gehen. Ah, was? Das ist so ein kleines Häuschen, habe ich gezäuft, das dann... na, schauen wir mal. Das wäre mal mega Luck. Einmal Glück haben, dass da jetzt Leben drin ist. Nee. Ja. Boah, die sind richtig laut, die Schüsse. Ich glaube aber, dass sie schon gegen die kämpfen. Ich glaube aber, dass sie schon gegen die kämpfen. War schon wieder so ein großes Rumpf. Was? Da können wir vielleicht hier drüber gehen. Ich habe Angst, dass hier in irgendeine Bäume. Wow. Das ist richtig laut. Die Graben waren jetzt vielleicht nicht so. Die sind aber gerade eben gespawnt, die Viecher. Ja. Oh, nee. Oh. Warte, nicht schießen. Ist tot. Bitte Heilung hier drin. Einmal Heilung brauchst, ne? Das ist hier eine da. Ich höre doch irgendwas atmen. Ich nehme mal lieber die Schlagringe in der Hand. Das bin ich, glaube ich, gewesen. Oh, Alter, hier. Oh, geil. Oh, die Puppe hat aber mir grad, Spinne. Die Puppe hat mir gerade hier eine Angst eingeflößt, ey, wo ich um die Ecke komme, die Puppe. So, hier ist nochmal ein bisschen Munition. So.
Wieso ist denn keine Schüsse mehr? Ja. Ja. Vielleicht machen die es so wie wir beim Schlechter letztens, so ein paar Mal anschießen und dann wieder ein bisschen zurück und warten, was passiert und wieder ein paar Mal anschießen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, hier gefällt es mir gar nicht. Null. Oh, was ist da drin? Ach du Scheiße, du läufst so einfach. Oh Gott, du traust dich. Ja, ich muss in den Nahkampf. Ich schleiche da jetzt bestimmt nicht rum in der Ferne. So, jetzt wissen sie, dass wir da sind. Aber bei mir ist es gar nicht blau, rot aufgeleuchtet. Hat es bei dir rot aufgeleuchtet? Ich glaube, ja. Wo ist denn das gedacht? Ah, die Hunde. Wo sind denn die Hunde? Bei uns waren noch keine Hunde, oder sind die über uns? Über uns. Oder wäre ein kleiner Ausgang. Das ist auch gleich ein Ausgang. Oh mein Gott. Das ist gleich der Ausgang. Siehst du den Ausgang? Ja, ja, ich sehe den sogar von hier, ja. Oh mein Gott. Oh nee, du Scheiß. Nee, das sind überhaupt keine Enten. Alles gut. Das sind nur Leichen. Boah, in jedem Busch kann jemand sitzen, ne? Boah, shit. In jedem Drecksbusch. Ketten. Frau. Irgendwas. Alles Mögliche. Oh. Wir dürfen hier nicht so eng aufeinander. Nee, gar nicht. Und du auch hier mich die, auch. Ja, weil ich dachte, du gehst weiter. Das habe ich. Oh, ich traue mich hier nicht hochzugehen. Okay, warte, ich gehe hoch. Oh, shit. Ich denke mal, dass die irgendwo da oben gammeln werden. Gehe ich davon aus, muss ich ehrlich sagen. Geht ein Stück, während Donner kannst du ein Stück gehen immer, dann hören sie es nicht so. Oh, das ist bestimmt ein fettes Viech oder sowas links neben uns. Wenn wir da jetzt hochgehen, dann... Kleinigkeiten oder sonst irgendwas. Kannst du durch den Schlitz ein bisschen gucken hier links. Blech, du gehst auf dem Blech. Blech? Du gehst auf dem Blech. Geh runter von dem Blech. Aber ich gammel, das ist richtig kacke, weil dort hinter uns, das ganze Feld, ja. Wenn da jemand einmal mit einem Scharfschützengewehr, ey. Die kastrieren uns voll weg. Deine Tür ist aufgegangen. Ein Tor. Ich wollte gerade sagen. Aber ich mag nicht drin kämpfen, ne, das wäre. Boah, das ist gefährlich hier lang. Oh, ich bin drin. Oh, die Munition muss ich so gern nehmen. Die sind. Jetzt können sie drin und wollen weiterkämpfen. Ja, die schmeißen Feuer. Also, jetzt wäre es eigentlich die Chance, ne? Ja, die sind drin. Warte kurz. Ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, ob ich hier hochgehen soll. Gibt's hier eine normale Hut? Eine... Ja, hier geht's. Oh, soll man reingehen oder soll man irgendwo außen rum durch Fenster gucken? Jawohl! Nein. Perfekt. Kannst du den anzünden? Hast du was? Nein, leider nicht. Ich sehe die Spinne. Da ist er! Hinter mir! Direkt bei der Leiche beim anderen! Ja! Ja! Hol, oh, wieder. Ist die schon? Scheiß Spinne, verfickst dich. Sieh, die Spinne ist da. Boah, ich muss raus. Ja, geh raus. Ich glaube, ist gerade jemand ins Gebiet reingekommen oder ist es gerade nur. Ich hab's angeschossen, vielleicht hat sie da Leben verloren, das darf nicht. Hier ist Muni. Oh, das haben wir gut gemacht. Ah. Nur die Spinne, die ist das irgendwie nervig. Ich mag die Spinne überhaupt nicht, ey. Oh, Jos, das Maria. Und jetzt sind wir die drin, die. Oh, drin oben kämpfen. Ist offen, oben ist das Ding offen, ein bisschen aufpassen. Ja, wir müssen die irgendwie schnell killen. Oh, daneben, nein. Lol, die backt sich da durch. Die backt sich da einfach durch diese scheiß Mauer durch. Wow, oh, sie hat mich erwischt.
Ah, ich habe die Anti- Giftspritze. Ja. Oh, 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 nein, die hat mich wieder erwischt. Lockst du doch nicht zu mir. What the fuck? Ich sehe gar nichts mehr. Oh, hier ist Laterne. Hier sind überall Laternen. Aber die rennt mir so hinterher. Und das Gift hört nicht auf. Ach, fuck. Ey, wir sollten nicht zu... Was? Idiota! Die ist... Oh mein Gott! Sie ist ein Lol, Ding. Brennt. Ich komme hier gerade gar nicht weg. Oh nein! Die ist voll in Panik! Boah, überall Feuer. Einmal noch oder so. Wo ist er? Wie? Hinter mir. Ey, sag mal, die rennt mir die ganze Zeit hinterher! Ich kann nichts machen! Ich bin gleich tot! Die haut mich die ganze Zeit! Au! Ich bin gleich tot, wenn die mich noch einmal erwischt, ohne Witz, ich bin fast tot dann. Ich bin sofort tot, wenn sie mich dreimal erwischt. Vorsicht, Vorsicht. Dann halt dich schnell, geh raus. Geht nicht, weil ich vergiftet bin. Ja. Sie ist tot. Oh Gott sei Dank. Ist hier, da hab... Verbannt. Achso. Kannst du verbannen? Wo ist denn die? Ah ja. Oh, Leben. Oh Gott sei Dank. Erstmal plündern, hey. Ja, stimmt, ich mag die auch noch plündern. Aber pass auf. Ach, das nervt mich jetzt, dass ich den anderen eigentlich nicht erwischt habe, weil... Es hat, ist er echt da auch noch gekommen, wo es eigentlich... Ja, ich hab's auch nicht erwartet. Ehrlich gesagt. Was haben die für Waffen? Romero 77. Hier ist zu. Ja klar, warum nicht? Eigentlich können sie jetzt nur von oben runterkommen, die anderen. Weil, falls es noch nicht gibt, oder da, wo wir reingekommen sind. Die andere Tür ist noch zu, das müssten wir hören, wenn sich die aufbricht. Boah, ich überlege gerade echt, ob ich meine normale Schalldämpferpistole gegen die Catwell-Pistole tausche. Die ist teuer, ne? Ja, die sah ganz gut eigentlich. Ich habe jetzt die Pistole genommen, weil die ist um Weiten besser. Ich muss mal meine Schrotflinte nachladen. Aber es war so geil, wo sie geschossen haben, die Tür aufmachen, dass sie es nicht hören. Oh, ja, so sind richtig auch noch direkt in die Ecke gekommen. Richtig. Oh. Oh, wie es dir passiert ist eigentlich letztes Mal. Ja, genau, genau. Man läuft panisch weg und dann steht genau. Und mit der Schrotflinte noch bam weg. Der hat sich wahrscheinlich auch zu Tode geärgert. Vier Kills, ey. Jeder hat zwei Kills, geil. Oh. Jetzt müssen wir das nur noch... Weiß. Aber hier wäre ja gleich der Ausgang, ne? Ja, das ist eigentlich echt krass. Das läuft gerade sehr gut, die Runde. Jetzt ist halt die Frage, ne, wenn die draußen denken, ach, du hast gleich der Ausgang. Die werden rausrennen und direkt zu diesem Ausgang einfach dahin zielen. Ja, die könnten schon sein. Da ist fast die Frage, ob wir vielleicht doch bei den Catfish Grove hinrennen. Weißt du, was ich meine? Nee. Also ich schaue einfach, ob jemand da ist. Oder oh, ja, stimmt. Und was ist, wenn jemand da ist? Kämpfen wir oder? Ja, aber krass, wir haben so fett rumgeschossen und sowas. Da wären doch eigentlich spätestens alle Teams hier, oder? Hätte ich gedacht. Ja, vor allem, ja. Gut, weiß ich nicht. Also normalerweise auch von der Zeit her. Also von der Zeit her, ja. Dass die langsam alle Hinweise finden, unbedingt. Also wenn die, wir haben ja schon ewig gebraucht, alle Hinweise zu finden, blöd gesagt. Weil wir haben ja noch gekämpft beim ersten Hinweis. Alles haben wir gut gemacht. Richtig gutes Timing diesmal. Oh ja. Schön hingeschlichen, gewartet, bis die anfangen zu kämpfen. Rein. Bam. Du hast da vorne alles im Blick? Ja. Bei mir ist eigentlich die Metalltür. Du siehst sie hoffentlich, wenn sie da eigentlich nur runterspringen oder sowas. Theoretisch ja. Also ich sehe das schon, wenn sie runterspringen. Wenn die seine Holztür ist ja verbarrikadiert, dann muss man es eigentlich hören, wenn es passiert. Da die Metalltür, das höre ich sofort, weil ich direkt daneben stehe. Und wenn sie runterspringen, sehe ich es eigentlich auch. Dann hol's ich, glaube ich, zuerst, weil ich hier meine Metalltür habe. Das dauert ein bisschen. Ja. Man müsste es auch hören, wenn es Leiter hochgehen oder da oben rumlaufen. Ich schau schnell. Ich sehe nichts. Okay. Können wir eigentlich direkt zum Ausgang, oder? Ja. Geh du vor. Ah, ich wollte eh drücken. Ich schau nochmal kurz. Nö. Boah, das ist eklig am Arsch.
Weil ich meine ja klar, dass wir nichts sehen, aber... Was? Jetzt können wir es ruhig auch verwenden, ne, weil... Ja. Ist da irgendwer? Nee. Aber ich sehe echt niemanden, ne, also... Ich habe keine Sicht mehr. Was? Ne, hey, komm. Das ist nicht dein fucking Ernst. Es ist tot. Da wird es... Muss der jetzt noch sein, ne? Ja. Geil, schau mich mal an. Ja. War eine schöne Runde. Ja. Ja. Ich sagte doch, Level 1 war wieder. Oh, geilo, Mate. Oh. 4 Kills. Boss gekillt. Verband, alle Hinweise. Puh. Boah, das muss eigentlich gut Punkte kriegen. Und das in 25 Minuten. Zeitbonus. Bam. Boah. Da hatten wir schon mal heftige Runden. Puh, eine also Stunde erfolgreiche nicht. Runde hatten wir jetzt lang nicht mehr. Ja, doch, so vor zwei Runden. Ja, Runden. Aber die war jetzt sehr langatmig. Ja, die war sehr langatmig. So ist so schnell und... Ja, stimmt. Schnell, viele Gegner. Ja. Oh, geil. Hammermäßig. Schöne Runde. Schade, dass die vorher ein bisschen schief gelaufen ist, aber dafür war die jetzt gut. Ja. Hinweise und Hinweise. Versteck gefunden, Spinne getötet, Spinne verbannt, geil. Trophäe 2 extrahiert, geil. Vollständige Säuberung nochmal Bonus. Schnelle. Das hat doch 1000 gebracht irgendwie. Und die waren stärker als wir. Also einer zumindest. Und zwei waren gleichwertig. Ho, 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 ho. Nee, zwei waren schlechter als wir. Hä? Und zwei waren gleichwertig. Ich hab mir jetzt irgendwas hoch angezeigt. Ja? Okay. Ich dachte schon, jetzt muss ich nochmal gucken. Ho, 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 ho. Und? Ross McWirter, sehr gut gemacht. Ho, 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 ho. Aber es bleibt, glaube ich, mein Charakter von der... Ja, das ist mein niedrigster Charakter. Also ich werde weiter mit dem spielen in den nächsten... Ja, ja, klar. Meine auch. Oh, aber viele Blutpunkte gemacht. Gerade so... Ah, nicht 37. Ja, ach so, man braucht jetzt so viele Blutpunkte, um weiterzukommen. Ah, je. 4 Jäger geküsst. Oh, war eine schöne. Also wirklich, besser hätte es nicht laufen können. Jetzt pass auf. Getötet, 2 Jäger, die gleich waren. Und 2 Jäger, die niedriger waren. Stimmt, hast recht. Hab mich da irgendwo mal verguckt. Nicht warum. Ja, schön, schön, schön. Oh ja. Das war jetzt eine sehr schöne Runde. So, weiter. Gut, ich würde doch gleich zum Weitermachen. Jo. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Runde. Genau, ciao. Ciao.